warum alle Signale von einer CPU aus dem Modul rausführen, wenn man sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann? Woran liegen da die Vorteile? Ja gut, die Prozessorhersteller jetzt außerhalb von x86 haben sich ja viele Gedanken gemacht, welche Signale für spezielle Applikationen notwendig sind. Und die Standards klauen ja eine ganze Menge von diesen Signalen. Das heißt, die Designfreiheit, die der Entwickler eigentlich haben will und sich auch für den entsprechenden Prozessor entscheidet, da ist damit ja abgeschnitten. Wir haben viel Rücklauf oder viele frustrierte Kunden, die mit dem Standard gestartet sind und dann relativ schnell festgestellt haben, dass genau die Signale, die sie in der zweiten Applikation brauchen, von dem Prozessor eben nicht verfügbar sind. Und wir sehen das ein bisschen anders. Wir sagen, wir optimieren das auf den Prozessor, sodass er kein Unterschied ist, ob er den Prozessor selber einsetzt oder eben unser Modul. Verliert man nicht an Skalierbarkeit, wenn man sich auf ein spezielles Modul bzw. einen speziellen Prozessor festlegt? Gut, die Skalierbarkeit ist ja nur sehr eingeschränkt möglich bei Nicht-x86-Prozessoren. Also man sieht ja jetzt den Jump von SMARC 1.1 auf 2.0 ist zum Beispiel nicht kompatibel. Also wenn ich von einem Iron X6, also Cortex A9-Prozessor auf den Cortex A53, A72, Iron X8 gehe, bin ich nicht kompatibel, als ein Beispiel. Also die Skalierbarkeit ist eine Augenwischerei, ist nur sehr, sehr eingeschränkt möglich da. Also die Einschränkungen, die ich damit habe, sind weitaus größer als die Vorteile, die ich daraus ziehe. Warum gibt es für x86-Prozessoren dann so viele Standards? Gut, jeder meint, er könnte es noch optimieren. Die PKMG ist ja relativ träge gewesen, ist sicher ein Standard, der sehr, sehr normiert ist. Und alles, was daneben gekommen ist, wie SMARC, wie Q7, da geht da in ein bisschen preissensitiveres Ecke rein, da, also etwas billiger oder preisgünstiger. SMARC versucht die Signale, die auch aus dem ARM-Bereich kommen, also gerade High-End-Grafik, besser abzubilden. Also es gibt Lücken oder es gibt Platz für mehrere Standards. Also ein Standard wird es sicher so nie komplett abbilden können. Wie wichtig und schwierig ist das Thema Signalintegrität auf dem Basisboard? Gut, das ist ganz entscheidend, weil es kommen hier zwei Parteien zusammen. Einmal der Designer von dem Mainboard oder Basisboard und der Modulhersteller. Und wenn es nicht funktioniert, wo liegt das Problem? Liegt das auf dem Design des Mainboards oder liegt es auf dem Design oder funktioniert das Modul nicht? Und deshalb ist es extrem wichtig, dass natürlich das Mainboard-Design extrem gut ist, dass gerade die Signalqualität gut ist. Dazu bieten wir eben ein ausführliches White Paper oder dann den Design Support bis runter zum Layout-Unterstützung und können den Kunden damit die Garantie geben, dass sein Mainboard auch nachher super funktioniert. Danke. Bitte.